Auf diesem Kanal möchte ich die perfekte Foto- und Videoausrüstung zusammenstellen. Dazu gehören Kamera, Objektiv und Stativ, aber natürlich auch ein gutes Mikrofon. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, macht nämlich ein guter Ton mindestens 50% der ganzen Aufnahme aus. So habe ich dann mir irgendwann angefangen, ein Lavalier-Mikrofon zu kaufen und jetzt bin ich dann schließlich an dem Punkt angelangt, wo ich mir dann auch ein Funkmikrofon gekauft habe, was ich dann einfach hier auch ohne Kabel betreiben kann. Nur diese Funkmikrofone haben ein sehr großes Problem, was dann am Ende das Audio schlechter macht. Um dieses Problem werden wir uns heute kümmern. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Als erstes würde ich euch jetzt mal bitten, Kopfhörer aufzuziehen, denn ich möchte euch jetzt ein paar Beispiele zeigen, wo ich euch das Ganze illustrieren kann. 1, 2, 3, Test. 1, 2, 3, Test. Dies ist Test Nummer 1. 1, 2, 3, Test. 1, 2, 3, Test. Dies ist Test Nummer 2. Ihr habt jetzt gerade zwei Tests gehört. Welchen davon fandet ihr besser? Den ersten oder den zweiten? Meiner Meinung nach fand ich den zweiten ganz klar besser. Klar, also das Mikrofon war jetzt hier das gleiche und die grundlegende Klangabstimmung kann man jetzt hier auch eigentlich nicht unterscheiden. Das Ganze ist aber in dem Rauschen zu unterscheiden und darauf möchte ich jetzt auch hinaus. Im ersten Test habe ich nämlich jetzt Audio über die ganz normale Funkstrecke erstmal wiedergegeben, wie es auch genau aus der Kamera kommt, also mit dem Kabel hier, wie es direkt schon in der Kamera aufgezeichnet hat. Und die zweite Aufnahme habe ich dann hier mit der internen Aufnahme einmal dann wiedergegeben und das fand ich dann jetzt auch erstmal ein bisschen erschreckend. Da habe ich mich dann auch schon früher in einem Video drüber aufgeregt und jetzt möchte ich es euch mal genauer erklären. Also nochmal zusammengefasst, dass die interne Aufnahme hat weniger Rauschen und hört sich einfach klarer an, so ein bisschen halt untechnisiert und was weiß ich alles, hört sich ein bisschen besser an. Ich würde sogar so weit gehen, dass die interne Aufnahme einfach das Rohr ist. Denn diese Aufnahme, die hier intern aufgenommen wird, ist nämlich auch eine Tonspur, die einfach um ein Vielfaches leiser ist. Wenn ich die Tonspur zum Beispiel in DaVinci Resolve reinziehen würde, müsste ich die erstmal bestimmt um, was weiß ich was, wie viel Dezibel hochziehen, damit es dann auf einer guten Lautstärke ist. Bei dem Kamera, also bei der direkt aufgenommenen Kamera-Sache, ist das dann direkt schon so laut, wie ich es haben will und perfekt eigentlich. Denn diese Bearbeitung, was auf dieses Audio da drauf gesetzt wird, dieses Lautermachen, klappt in dieser Funkstrecke wahrscheinlich wohl nicht so gut, wie man das dann halt wahrscheinlich nach der Aufnahme in dem Computer macht, das Audio einfach hochziehen. Und das Ganze liegt jetzt auch nicht an mir, dass ich irgendwelche falschen Einstellungen eingestellt habe, weil auf diesem Receiver da oder was das auch immer ist, kann man ja auch immer noch die Lautstärke einstellen. Da kann man minus 10 bis plus 10 einstellen. Ich mache dann meine Aufnahme immer so auf minus 6 oder vielleicht auch mal sogar bis minus 10 oder sonst was immer, weil da habe ich so meine beste Stimme irgendwie gehört mit dem wenigsten Rauschen. Aber auch selbst wenn ich plus 10 oder sonst was alles mache, ändert das jetzt nicht den Fakt, dass da immer noch Rauschen drin ist und halt das Ganze einfach sich ein bisschen komisch anhört. Ja, wie gesagt, hier intern gibt es weniger Rauschen. Und deswegen würde ich jetzt auch heutzutage einfach sagen, ich bräuchte auch gar kein 32-Bit-Float, was jetzt zum Beispiel die DJI Mic 2 oder das Rode Wireless Pro kann. Denn hier drinnen wird das schon eine Sau leise aufgenommen und ich könnte jetzt, was weiß ich, wie laut schreien. Das würde wahrscheinlich hier jetzt nicht klippen. Hoffentlich stimmt das jetzt auch, weil sonst säße ich hier ganz schön blöd rum. Nur, was macht man jetzt in so einer Sache? Wenn man jetzt festgestellt hat, dass das Funk-Audioaufnahme nicht so gut ist wie die hiervon, was macht man dann? Ja, das ist dann für mich einfach so. Ich nehme dann immer jetzt hier die interne Aufnahme auf. Jetzt nicht nur wegen der Qualität, sondern jetzt halt auch, falls die Verbindung mal abbricht, habe ich halt hier immer noch ein Backup und könnte dann jetzt hier auch noch zurückgreifen. Aber jetzt auch nicht dafür, sondern halt wie gesagt auch wegen der Qualität. Denn dies ist halt hier schon mal besser. Und wenn ich dann jetzt halt dann sowieso hier wieder intern aufnehme und das dann hinterher nochmal synchronisieren muss, dann weiß ich halt jetzt nicht, ob sich das jetzt so gelohnt hat, ein Funkmikrofon zu kaufen. Dann hätte ich auch einfach weiter mein Handy und mein Lavalier-Mikrofon nutzen können. Und ja, naja, also, ich meine, das hört sich wirklich gut an, das Mikrofon. Ich bin damit vollkommen zufrieden. Das kann wirklich sagen, das hört sich besser an als mein Lavalier-Mikrofon. Und perfekt, es hört sich klarer an, wunderbar. Halt nur dieses kleine Rauschen. Was mich halt wirklich stört, wenn ich schon etwas Teures kaufe, dann möchte ich halt auch, dass es funktioniert. Und hier sehe ich das halt nicht.
Ich nutze es in manchen Videos und nimmt man auch mal nicht hier intern auf, denn manchmal brauche ich das auch einfach nicht. Dann denke ich mir, komm, reicht auch die Qualität. Aber bei hohen und professionellen Aufnahmen, die dann wirklich auch bezahlt sind, glaube ich, sollte man dann auch wirklich einfach die interne Aufnahme nutzen. Und auch dann nochmal zum Punkt, deswegen würde ich auch heutzutage keine Mikrofone mehr empfehlen, die keine interne Aufnahme haben. Zum Beispiel halt jetzt von diesem neuen Mikrofon, das ich letztens auch ein Video drüber gemacht habe. Oder von dem Shure-Mikrofon, was es jetzt auch gibt, was teurer ist als das Rode Wireless Pro, 500 Euro, und trotzdem nicht diese ganzen Features hat. Das geringste Rauschen habe ich über Funk bei der Lautstärke minus 10 festgestellt, also auf der wenigsten Lautstärke. Also wenn man dann wirklich nur noch das Funk weiter nutzen möchte, was ich natürlich dann auch machen werde, dann sollte man das dann, glaube ich, einfach darauf stellen und hat man wenigstens ein bisschen weniger Rauschen. Und halt auch die wenigste Klippungsgefahr, weil wenn man das über die Kamera aufnimmt, dann kann man nämlich immer noch klippen. Nicht so wie hier, der das Ganze ja immer noch sehr, sehr leise ist. Aber gut, das soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn euch es gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.